Frau Brigitte Lutz und den Michael Strasnick von einer Forschungsförderagentur. Ich werde jetzt gleich alle drei Vortragenden näher vorstellen. Wir beginnen mit Frau Brigitte Barodani. Sie ist nach vielen Jahren im Bundeskanzleramt und im Ministerium für Digitalisierung und Wirtschaft seit etwas mehr als einem Jahr im Bundesministerium für Finanzen. Sie ist dort im Rahmen der Aufgaben E-Government und Verwaltung für die Bereiche österreichische Rechtsinformationssystem, das RIS, die elektronische Gesetzgebungsprozess, E-Recht, Ö-Cloud-Initiative bzw. Gaia-X, sowie für das Datenportal für offene Daten, DataGV.at und das IKT-Konsolidierungsprojekt Bundes-CMS verantwortlich. Beim heutigen Vortrag wird sie sich auf das Datenportal für offene Daten, DataGV.at, fokussieren. Unsere zweite Vortragende heute ist Frau Brigitte Lutz. Sie ist in der Magistratsdirektion der Stadt Wien in der Gruppe Prozessmanagement und IKT-Strategie tätig. Sie ist IKT-Expertin für verschiedene Bereiche, Projektmanagerin, Senior Process Manager und E-Government-Expertin. Sie ist Data Governance Koordinatorin der Stadt Wien. Sie ist für die Koordination des Open Government Kompetenzzentrums Wiens und des digitalen Zwillings der Stadt Wien zuständig. Weitere ihrer Schwerpunkte sind Data Analytics, Blockchain und E-Government-Bausteine und Services. Brigitte Lutz ist auch Mitglied im Management Board des Gaia-X Hub Österreich. Sie ist Gründungsmitglied und derzeit Sprecherin der Corporation Open Governance Data in Österreich. Und in dieser Rolle ist sie natürlich auch für nationale und internationale Kooperationen zuständig. Heute wird sich Frau Lutz besonders auf die Data Excellence der Stadt Wien konzentrieren. Unser dritter Vortragender heute ist Michael Strasnik und sein Vortrag wird sich vor allem auf Registerforschung fokussieren, aber vorher noch ein paar Worte auch zu seiner Person. Herr Strasnik ist nach Studium und Forschungstätigkeiten an der Universität Wien zum WWTF gegangen. Er ist dort als Call- und Programmmanager tätig und neben der Forschungsförderung engagiert er sich bereits seit 2018 intensiv zum Thema Registerforschung. Er ist Mitbegründer der Plattform Registerforschung, die sich für einen verbesserten Datenzugang zu Administrativ- und Registerforschung für die Forschung einsetzt. Und seit der Einrichtung des ANDC von der Statistik Austria liegt der Fokus auf der Freigabe von Registern für die Forschung, insbesondere im Gesundheitsbereich. Hier noch ein Save the Date für die nächste Veranstaltung, die sich Link Ahead nennt. Registrierung ist möglich. Meine Kollegin Christiane Stork wird auch noch weitere Infos im Chat posten. Gut. Bevor ich weitergebe an die erste Vortragende, möchte ich ganz gern mit Ihnen meine Erwartungen und meine Erfahrungen zu diesem Thema teilen und Sie sind auch ein bisschen der Hintergrund, warum wir die Idee für dieses Webinar geboren haben. Im November letzten Jahres bin ich in den österreichischen Medien auf das Thema Data Governance Act gestoßen. Da gab es in ORF Online einen Artikel zum Thema, die Forschung verlangt bessere Daten. Also man ist sich bewusst, dass Datenaustausch, offene Verfügbarkeit von Daten in den Bereichen Gesundheit und Klima einfach unerlässlich sind. In diesem Zusammenhang wurde auch der Data Governance Act erwähnt und in diesem Zusammenhang auch eine zentrale Informationsstelle, die in Österreich aufgebaut werden soll. Ich habe dann im Juni dieses Jahres, also kurz bevor sich alle so in die Ferien verabschiedet haben, in der Tageszeitung der Standard noch einmal einen Artikel gefunden mit der Überschrift Umgang mit Behördendaten. In Österreich fühlt sich niemand zuständig gefunden.
Wieder mit dem Hinweis auf diesen Data Governance Act und mit dem Hinweis, dass im September dieser ja gültig ist. Also mich persönlich interessiert einfach einmal, wo wir in Österreich stehen. Und es würde mich auch sehr freuen, wenn wir irgendwie ein Gefühl für den größeren europäischen Rahmen bekommen. Also vielleicht kann einer der Vortragenden auf dieses Thema ein bisschen näher eingehen. Jetzt möchte ich aber auch Sie mit meinen Erwartungen gar nicht mehr länger aufhalten und gleich an die erste Vortragende, Frau Barotani, überleiten. Ich stoppe jetzt einmal meine Bildschirmfreigabe und bitte Sie, dass die Ihre Folien selbst Ja, ich probiere das jetzt wieder. Irgendwie habe ich da Fenster. Das ist auf jeden Fall die Folie zu früh. Sieht man das jetzt? Ja, man sieht es wunderbar. Gut, passt. Dann haben wir das technisch erledigt. Dann schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Brigitte Barodani, wie vorher erwähnt. Ich bin derzeit im BMF. Im Rahmen verschiedener Regierungsumbildungen sind wir ein bisschen ein Wanderpokal geworden. Also es kann sein, dass wir in 1,5 Jahren wieder woanders sind, aber wir haben das Thema Open Government Data mitgenommen. Es ist weiter in unserem Verantwortungsbereich auf der Bundesseite. In den Ländern gibt es auch eigene Stellen und Personen, die dieses Thema verfolgen. Da wird Ihnen sicher auch noch die Frau Lutz was dazu sagen. Und ich werde Ihnen jetzt einmal von meiner Seite Details geben, sei es zu rechtlichen Rahmenbedingungen, Herausforderungen, als auch zu der Plattform DataGVAD. Ja, es gibt also viele rechtliche Regelungen, sowohl bei der EU als auch in Österreich. Ich schicke mal voraus, dass ich von der Ausbildung her keine Juristin bin, sondern Technikerin bin. Das heißt, ich werde jetzt nicht auf juristische Details eingehen, weil ich das in dieser Form auch nicht ganz so kann. Aber man kann sie, wenn man mal einen Überblick hat über die rechtlichen Regelungen, dann ist es auch möglich, sich weiter darüber zu informieren. Ich habe die jetzt nicht gewertet, sondern ich habe sie einfach taxativ aufgezählt. Das heißt jetzt nicht, dass Inspire, weil es also am Anfang steht, das Wichtigste ist, nur vorausgeschickt. Ich fange deswegen jetzt trotzdem mit der Inspire-Richtlinie an, die aus dem Jahr 2007 ist, also eine EU-Richtlinie ist und die sich auf die Geodaten fokussiert. Ziel dieser Richtlinie war es und ist es, eben eine Geodateninfrastruktur innerhalb der EU zur grenzüberschreitenden Nutzung für Geodaten zu etablieren. Die wird also in Österreich zum Beispiel Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, die Geodaten haben, speisen. Es gibt eine Inspire-Plattform, die findet man auch, wenn man sieht, und dort speist man die Geodaten aus dem EU-Raum ein und hat dann sozusagen ein Portal zu diesen Daten. Dann gibt es die sogenannte Open Data Public Sector Information Richtlinie aus dem Jahr 2019. PSI-Richtlinie ist vielleicht der geläufigere Bericht. Die musste dann in nationales Recht umgesetzt, im nationalen Recht umgesetzt werden. Das ist dann schlussendlich im IWG 2022, also vor einem Jahr, auch ziemlich am Ende sozusagen der Zeit, die eine Umsetzung, die einem Nationalstaat für eine Umsetzung gegeben wird, geschehen ist. Die BGBL-Nummer ist angeführt für den Bundesbereich, aber sie wurden auch in neuen Ländergesetzen, wurden die Regelungen aufgenommen. Worum geht es in der PSI-Richtlinie oder im IWG 2022? Da geht, ist der Anwendungsbereich sogenannte hochwertige Datensätze. Die sind also da definiert als Geodaten auch, Erdbeobachtung, Umwelt, Meteorologie, Statistik, Unternehmen und Eigentümerschaft und Mobilität. So wird das da genannt. Es ist natürlich wie überall ein gewisser Interpretationsspielraum. Bin schon lang genug in der Verwaltung, dass man auch lernt, die Engagierten sehen ihre Daten sehr schnell damit umfasst und sind gerne bereit,
Daten zu veröffentlichen, die, sage ich einmal, eher Skeptiker und nicht so offen denkenden, die finden alle möglichen, sage ich einmal, Ausreden, warum sie vielleicht doch nicht damit umfasst sind. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass viele der Datenhalter im öffentlichen Raum mit ihren Daten auch Geld lukriert haben. Das heißt, sie haben Daten verkauft. Und wenn ich jetzt diese Daten öffentlich auf einem Portal zur Verfügung stelle, dann entgehen mir diese Einnahmen. Und das ist natürlich ein Thema, das dann von der öffentlichen Hand im Rahmen von Budgetausgleich irgendwie aufgefangen werden muss. Daher war mir schon verständlich, warum es manche Bedenken gab. Aber es ist mittlerweile eben eine gesetzliche Richtlinie und ja, sie wird angewandt, obwohl ich sagen muss, dass natürlich da oder dort sicher noch Bedarf ist, mehr Daten zu veröffentlichen. Da geht es um Daten öffentlicher Stellen, aber es gibt auch weichere Bestimmungen. Da sind wir wieder Ermessensspielraum, das heißt diese Interpretationsmöglichkeit, bin ich umfasst oder nicht. In dem Fall betrifft es Daten öffentlicher Unternehmen und öffentlich finanzierte Forschungsdaten. Dann gibt es den vorhin angesprochenen EU Data Governance Act. Wie auch angesprochen, haben wir da eine nationale Umsetzungspflicht bis 24.09. Also nicht mehr wirklich lange. Wir haben das sehr, sehr nahe mitbekommen. Es gab eine Kompetenzstreitigkeit zwischen BMJ und BMF. Bis in den Juni war noch das BMJ dafür zuständig und wir haben uns da eigentlich, ja, haben nicht weiter viel investiert. Seit Juli, glaube ich, war dann plötzlich doch das BMF dafür zuständig. Das sind die Spielregeln in der Politik, die nicht immer klar verständlich oder einsichtig sind. Faktum ist, es liegt im Zuständigkeitsbereich des Staatssekretärs für Digitalisierung, den Florian Durski, unter dem auch unsere Abteilung firmiert ist. Und es geht darum, da jetzt Regeln und Bedingungen, so wie da steht, Bedingungen für die Weiterverwendung der Daten festzulegen. Es ist auch diese zentrale Informationsstelle dort klar vorgegeben, die wahrscheinlich im Aufbau ist oder hoffentlich im Aufbau ist, mir aber jetzt noch nicht bekannt ist, wo das jetzt genau positioniert ist. Dieser Data Governance Act schafft auch einen europäischen Dateninnovationsrat und auch die Einrichtung oder die Datenvermittlungsdienste für Daten für Gemeinwohlzwecke ist da beinhaltet. Also das ist sicher jetzt die Herausforderung, das ist sicher jetzt die meiste Arbeit, die zu tun ist, dass sich das bis 24.09. alles in Österreich ausgeht, kann man gerne beobachten. Ich bin ein bisschen zweifelnd, aber ist trotzdem jetzt mit klar, wer zuständig ist und damit wird es umgesetzt und wenn es etwas länger dauert, soll es so sein. Wichtig ist das Ziel und das wird erreicht werden und dann ist das für offene Daten auch ein weiterer Fortschritt. Wir haben dann auch noch in Österreich ein Bundesvergabegesetz 2018, das uns damals geschafft hat, die Pflicht, dass Ausschreibungen auch als öffentliche Daten veröffentlicht werden müssen. Das heißt, Bundesausschreibungen müssen öffentlich sein, findet man heute auch auf unserer Plattform. Dann gibt es das viel diskutierte, ich kenne es mittlerweile in zwei Begutachtungsvarianten, Informationsfreiheitsgesetz, bekannt auch in den Medien als das die Amtsverschwiegenheit ablösen soll. Das ist eine offensichtlich sehr schwierige politische Abstimmung. Vor einem Jahr hätte man fast
glauben können, es wird noch 22 was. Mittlerweile bin ich mir nicht sicher, ob es noch in dieser Legislaturperiode kommt. Es liegt am Tisch und es ist natürlich für viele ein ziemlicher Kulturschock, wo man doch gewohnt war, dass die Daten des öffentlichen Bereichs die eigenen Daten sind und man die nicht teilen muss und die in vielen Bereichen auch nicht der Wille da war, sie zu teilen. Also da kann man nur, da muss man das weiter, sage ich einmal, auch die Medienberichte verfolgen. Vielleicht kommt es, also es ist im Kompetenzbereich des Bundeskanzleramtes bei der Edstadler, Abstimmungen finden statt, man wird sehen. Wäre aber auf jeden Fall eine ganz tolle Sache für Transparenz. Dann haben wir seit 01.01.2023 eine Novelle des Bundesverfassungsgesetzes, und zwar mit der Verpflichtung, Gutachten, Studien und Umfragen zu veröffentlichen in der Bundesverwaltung, mit Kosten, Umfang und so weiter. Das, was leider hier verabsäumt wurde, weil es uns auch vorab nicht zur Kenntnis gebracht wurde, ist, dass hier eine Veröffentlichungspflicht auf der Plattform DataGV.at besteht. Das steht leider nicht in dem Gesetzestext drinnen. Anders als im IWG oder im IFG ist die Plattform DataGV.at im Gesetz definitiv angeführt und verpflichtet, was für alle Benutzer und Benutzerinnen ein ganz wesentlicher Punkt ist, da man eine Plattform hat und weiß, wohin man sich wendet mit seinen Interessen, mit seinen Anfragen. Bei den Gutachten und Studien und Umfragen habe ich sehr versucht, das auch zum Beispiel im BMF dahin zu bringen, dass das dort veröffentlicht wird. Ist mir nicht gelungen. Die werden auf irgendwelchen Webseiten an der 10. Unterebene veröffentlicht. Im Moment, sage ich, war ein Fehler im Rahmen der Novellierung dieses Bundesverfassungsgesetzes. Und dann gibt es noch ein Umweltinformationsgesetz aus dem Jahr 2018. Also man sieht, über die Jahre hat sich da immer wieder was entwickelt. Das gewährleistet den freien Zugang zu Umweltinformationen und fördert auch die Verbreitung dieser. Das ist jetzt sozusagen all die relevanten Gesetzesmaterien, wo das Veröffentlichen von öffentlichen Daten, also aus dem öffentlichen Bereich, Bund und Land, enthalten ist und das zu einer Transparenz dieser Daten der öffentlichen Verwaltung führen soll und dies forcieren soll. Vieles ist, sage ich einmal, es ist noch viel Arbeit da oder dort drinnen, weil Menschen sind unterschiedlich und das Interesse ist auch unterschiedlich. Aber wenn einmal die Basis da ist, ist doch schon viel damit bewirkt. Dann gibt es natürlich Grundsätze zur Veröffentlichung dieser Daten, weil es macht keinen Sinn, wenn das irgendwie ist, wenn das ein Scan ist, dass ich dann nicht weiter verarbeiten kann oder so unscharf ist, dass ich es gar nicht lesen kann oder so. Also es müssen diese Daten, die da veröffentlicht werden, schon sozusagen brauchbar sein, wenn man das so sagt. Und dazu hat man sich auch Grundsätze geeinigt, ja, die sagen wir mal, konzeptionell und standardmäßig offen. Also sie sollen, grundsätzlich ist die Daten, die in der Bundesverwaltung entstehen, wenn sie jetzt keine personenbezogene Daten sind oder irgendwelche militärischen Geheimnisse oder wie auch immer, aber sollten konzeptionell und standardmäßig offen sein. Bei den Forschungsdaten ist es ein bisschen anders, ja, so offen wie möglich. Ja. Da geht es ein bisschen anders, manches dann doch so, dass man es nicht gleich offenlegen kann oder soll. Da gibt es den Grundsatz, so offen wie möglich, so geschlossen wie nötig. Wichtig ist maschinenlesbar, es geht da um die Weiterverarbeitung der Daten, also die Bundesverwaltung erzeugt jede Menge Daten, Rohdaten, aber oft daraus auch Mehrwertdienste zu erzeugen. Dazu hat die Bundesverwaltung weder die ausreichenden Ressourcen noch vielleicht auch nicht alle kreativen Ideen,
Deswegen ist es ganz wichtig, dass diese Daten maschinenlesbar und offen sind. Am besten sind ja APIs, also Programmschnittstellen. Das heißt, ich kann das anprogrammieren, diese Schnittstelle, hole mir diese Daten. Sie sind damit sekundenaktuell, weil sie direkt auf die Quelle gehen. Und sie sind nicht, was wir auch haben, natürlich CSV ist an sich auch weiterverwertbar. Aber das stelle ich einmal rein, jetzt bei einer Statistik, die einmal im Jahr herausgegeben wird, okay. Aber sonst werden diese Daten dann sehr schnell alt. Und dann ist die Frage, was bringt das für einen Mehrwert? Also maschinenlesbar und wenn möglich über API. Wir hören natürlich da oft den Einwand, das ist aufwendig, eine Programmierschnittstelle zu entwickeln, ist natürlich mehr Aufwand als ein Excel-File zur Verfügung stellen. Ja, aber im Sinne der Sache ein ganz wichtiger Weg. Kostenlos, generell oder wenn nur mit angemessenen Gebühren und Datenschutzgrundverordnung konform, selbstverständlich. Ne? Da geht es um personenbezogene Daten. Auf die muss man Rücksicht nehmen und da muss man sehr sorgsam damit umgehen. Dann, man tut das, das Ganze, man forciert das Ganze, weil man vom Nutzen von diesen Daten für Wirtschaft und Gesellschaft überzeugt ist. Das ist das Wesentliche. Daten, das ist heute ja, glaube ich, in den meisten selbstverständlich, dass die einen wirklichen Wert haben. Und heute viele von diesen Daten halt in irgendwelchen Datensilos in den Ministerien oder auch Ländern liegen und damit eigentlich keinem Mehrwert zugeführt werden können. Also ganz wichtig ist, dass man weiß, dass diese Daten ein wichtiges Gut sind, das auch für die Gesamtbevölkerung durch Informationsaufbereitung und Wissensvermittlung wirklich einen Wert hat. Auch für die Wirtschaft, die mit diesen Daten neue Auswertungen machen können, Analysen machen können. Ich sage mal ein Beispiel, dass wir haben, nachdem das Rechtsinformationssystem ja auch ein vielleicht eh den meisten bekannt ist und für uns schon eine jahrelange Anwendung und eine unserer Hauptanwendungen ist. Wir haben dort eine API, um diese Daten täglich, stündlich, minütlich, wie man will, abziehen zu können. Und es ist, wird total kreativ. Ja? Total kreative Köpfe lassen sich was einfallen, nehmen diese Daten, nehmen dazu Daten von einer anderen Quelle, machen richtige Mehrwertdienste, die sie dann vielleicht auch als App verkaufen mit einem Betrag X. Also da birgt sich viel, viel Möglichkeiten, stecken da dahinter und neue Geschäftsmodelle, die entstehen. Ja, es ist natürlich eine Innovation, ja, Wachstum, Beschäftigung. Wenn ich daraus was erzeuge, daraus etwas entwickle, etwas verkaufen kann vielleicht, dann ja, dann hat das auch für die Wirtschaft und für den Standort Österreich ganz wesentliche, ist es ganz wesentlich. Und Offenheit und Transparenz ist natürlich in einer Demokratie ein wesentlicher Faktor, der eigentlich die Grundlage auch für die Demokratie ist, dass ich partizipieren kann, die Zivilgesellschaft ein Mitspracherecht hat, was sie nur entwickeln kann, wenn sie auch Wissen über diese Daten hat. Ja, wie überall gibt es natürlich nicht nur Fortschritte, also tolle Möglichkeiten. Es gibt leider auch Hemmnisse, mit denen wir auch nach DataGVAD gibt es jetzt mittlerweile 10 Jahre wirklich kämpfen. Es ist manchmal ein Kampf gegen Windmühlen, aber es ist auch immer jeder kleine Fortschritt ist es wert, dafür zu kämpfen. Das ist halt diese Datenverfügbarkeit, wenn das in Datensilos sehr verschlossen ist, muss man die erst aufbrechen. Da bedarf es natürlich auch technischer Kompetenz, Lösungen entwickeln und so weiter. Die Kultur in der Verwaltung ist in vielen Bereichen leider nicht offen. Also
Ich kann das jetzt aus meiner Erfahrung sagen, hätte ich vorher nicht geglaubt, nachdem ich jetzt viele, viele Jahre im Bundeskanzleramt war, dann im Wirtschaftsministerium, jetzt in der Finanz. Ich kann sagen, jedes Ressort hat eine ganz andere Kultur. Das BMF hat keine offene Kultur. Also ich habe als erstes gesagt, so, das Finanz hat so viele Daten, nehmen wir sie, machen wir sie öffentlich, stellen wir schon, reden wir drüber, wie können wir das? Das geht nicht von heute auf morgen, keine Frage, aber tun wir. Ich habe dann gleich mal die Mitteilung gekriegt, das BMF veröffentlicht keine Daten, nicht? Also, jetzt haben Sie natürlich mit dem Data Governance Act, wenn das IFG, deswegen sage ich, ist das IFG, das ist Informationsfreiheitsgesetz, so wichtig, weil dann ist es eine gesetzliche Vorgabe, ja? Und dann gibt es keine Ausreden mehr. Ja, es gibt natürlich veraltete Geschäftsmodelle, ja, eine fehlende Kultur der Datenanalyse, naja, und die technische Interoperabilität. Wir haben viele alte Anwendungen, die ist natürlich sehr schnell da, aber das heißt nicht, dass das nicht lösbar ist. Also auch da sind die Aufwände nicht. Frau Barotan, Ja. Entschuldigung, dass ich Sie kurz unterbreche. Wir sind nämlich schon richtig drin in Diskussionsthemen jetzt. Ja? Ja. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass ich glaube, Sie haben 15 Folien insgesamt, dass Sie, glaube ich, noch 3 Minuten haben für die Folien, damit wirklich dann auch Zeit für diese Diskussion ist. Ja, danke, danke. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut, mein Fehler. Ja, danke. Gut, dann das nächste Thema, was jetzt immer aktueller wird, ist der Begriff Data Space oder Datenraum. Da geht es um diesen sicheren Austausch und die Verknüpfung von Daten, um daraus neue Geschäftsmodelle entstehen zu lassen. Also da für mich ein Beispiel, zum Beispiel die Ebner Group war bei uns, die haben so Hochöfen für Aluminiumschmelze, ja, und die sollten immer ein bisschen heiß sein, weil wenn es kalt sein, braucht man sehr viel Energie. Und um diese Daten, ja, aber nicht ganz öffentlich, aber gesichert zur Verfügung stellen, anderen, die das vielleicht nutzen können, um das geht es, diesen sicheren Datenaustausch, ja. Aber man will die Souveränität und die Selbstbestimmung nicht verlieren. Da ist Gaia-X eine internationale Initiative, die sich da um Rahmenbedingungen kümmert. Ja, regulative Maßnahmen über den Data Governance Act haben wir schon erwähnt, aber es gibt noch andere, die ich hier angeführt habe. Und es gibt auch so distributive Maßnahmen. Also Europa ist sich des Themas bewusst und Europa will in diese Richtung fortschreiten und da auch viel investieren und versucht da auch wirklich durch Regelungen und durch die Mitgliedstaaten mit diesen Regelungen auch sozusagen mitzunehmen, etwas voranzubringen. Data GVAD, das ist jetzt die Plattform, die wir in Österreich haben. Das ist die Plattform, die ist kostenlos nutzbar, frei zugänglich. Es ist ganz wichtig, es ist eine Metadatenplattform. Das heißt, wir haben hier Metadaten, aber die Kerndaten, die Quelle ist ein Link und die Quelldaten sind dann meistens auf Webseiten, der Dateneigentümer. Aber ich kann darüber suchen, die Metadatenverzeichnis ist so, dass ich die beschreibenden Daten, sage ich einmal, die Auskunft geben sollten, die ich brauche, um dann zu wissen, ob ich mir die Quelldaten auch wirklich anschauen will oder ob ich die brauchen kann. Ich habe da nur ein paar, das ändert sich natürlich täglich, aber wir haben im Moment knapp 45.000 Datensätze veröffentlicht auf DataGV und 720 Apps, die gemeldet werden. Wir haben keine Meldepflicht, wir können niemanden zwingen, wahrscheinlich sind es etwas mehr. Das sind die Apps, die gemeldet wurden. Ob alle noch aktuell sind, auch das wissen wir leider nicht. Aber ich finde, dass es schon ein guter Blick darauf ist, dass es doch einen Bedarf gibt und auch angenommen wird. Das ist nur eine Folie, da würde ich dann angesichts der Zeit drüber gehen. Sie haben ja dann die Folienunterlagen, das können Sie, das soll nur zeigen, wo wir alle wer alle involviert ist. Es gibt das europäische Datenportal, das österreichische, es gibt Inspire, es gibt Open Data Portal, das ist das Datenportal, das wir jetzt neu machen und demnächst kommt für Nichtverwaltungsdaten. Also wir sind da eingebettet in viele Plattformen auch von offenen Daten.
Dann gehe ich da jetzt kurz drüber. Die hat mir nur sehr gut gefallen, die Folie, deswegen habe ich sie genommen, weil das eben die, wer braucht sie? Gesellschaft, die Wissenschaft, die Wirtschaft, die Administration, offene Daten, kann niemand abstreiten, dass es eine gute und wichtige Sache ist. Ja, dann haben wir noch, damit wir auch hier weiterkommen und uns immer wieder, sage ich einmal, weiterentwickeln, haben wir auch verschiedene Plattformen. Da gibt es die Corporation OGD Österreich, die Brigitte Lutz hat das in ihrer Beschreibung, da ist sie Vorsitzende, das gibt es seit 2011. Das ist eine Bund- und Länder- und Städte- und Gemeindeplattform, wo die Interessen vertreten werden, wo man sich verständigt über Weiterentwicklung, über wichtige Themen, wohin will man gehen, was ist die Zukunft und so weiter. Und dann haben wir auch noch eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die sogenannte DACHLI, also der deutschsprachige Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein. Auch hier findet zweimal im Jahr ein Erfahrungsaustausch statt. Die Länder entwickeln sich unterschiedlich, man kann immer von anderen lernen. Wir versuchen gemeinsame Programme, Initiativen und Projekte auch aufzusetzen und hier für diesen deutschsprachigen Raum auch das Thema ins Bewusstsein zu bringen, das Wissen draußen zu stärken, in der Verwaltung zu stärken, in der Wirtschaft zu stärken, hier wirklich in die Breite zu gehen. Ja, wir haben die nächsten Schritte, habe ich jetzt da noch hineingegeben, das sind also der Metadatenstandard, gibt es einen europäischen Standard, das heißt, der heißt DICKET-IP. Das ist etwas, wo wir jetzt drauf umsteigen wollen. Da sind wir mittendrin, weil das natürlich sich auswirkt bis auf die Stelle der Dateneinbringer, die dann technisch auch was ändern müssen und man das, sage ich mal, im Zaum halten muss. Ja, wer dieses Open Data Portal, habe ich schon gesagt, für Nichtverwaltungsdaten soll jetzt demnächst online gehen. Wichtig ist da halt, dass wir auch Daten lukrieren, weil es nutzt die beste technische Lösung nichts, wenn wir keine Daten haben. Diese Umsetzung der PSI-Richtlinie mit den High-Value-Datasets, ja, ich sage einmal, da ist es noch nicht der Stand, den man sich wünschen würde, also auch hier geht es weiter Bewusstsein zu schaffen und auch zu schauen, dass die Daten, die damit umfasst sind, auch wirklich dann öffentlich gestellt werden. Ja, und in der Verwaltung müsste man oder muss man, sage ich einmal, die Awareness deutlich steigern. Also da ist noch einiges zu tun. Eine eher schwierige Sache, jede technische Lösung ist meistens leichter als die Awareness in den Köpfen voranzubringen. Aber ja, man muss dranbleiben und muss da schauen, dass das sich weiterentwickelt. Ja, das war es jetzt. Jetzt bin ich schnell durchgegangen, damit wirklich ich keine Zeitüberschreitung habe und die Fragen jetzt herzlichen Dank. Entschuldigung, dass ich Sie jetzt ein bisschen gepusht habe. Nein, das war super. Das waren super interessante Informationen. Ich persönlich fand auch diese Einbettung oder diese Auflistung der rechtlichen Rahmenbedingungen sehr spannend und hätte noch nähere Fragen dazu. Ich möchte aber den beiden anderen Vortragenden auch noch genügend Raum geben. Und falls Zeit bleibt, stelle ich diese zum Schluss. Ich möchte jedoch auf eine Frage im Chat noch hinweisen, die an Sie gestellt wurde. Ich lese sie vor. Josef, der fragt, fallen die Bodenschätzungsdaten aus der landwirtschaftlichen Feldbodenschätzung des BMF unter die Freiheit der Umweltdaten oder greift hier nach wie vor das Steuergeheimnis? Es handelt sich hierbei um die hochwertigsten feldbodenkundlichen Daten Österreichs. Ja, das kann ich, muss ich ehrlich sagen, so nicht, weil das ist jetzt wieder dann eine juristische Sache. Sind das High-Value-Datasets oder sind sie nicht? Ja? Ich sage einmal, für mich als jetzt Nicht-Juristin würde ich sagen, ja. Aber im Letztende beurteilt es immer die Stelle, die Eigentümer der Daten ist. Ja? Und man möchte nicht glauben, wie kreativ manche, sage ich einmal, ja, ich würde schon sagen, fast Ausreden sind, ja? Warum manches dann nicht öffentlich ist. Also das ist ein Bohren von dicken Brettern und wahrscheinlich auch, müsste man schauen, vielleicht kommt auch mehr Bewusstsein in die Öffentlichkeit. Nicht? Also da ist manchmal ein bisschen ein öffentlicher Druck oder so
eine Kaffeeina, ja, von intern, also ich kann das aus meiner Erfahrung nur sagen, ne? Ja, ich kann beschränkt bewegen, die anderen Abteilungen zur Veröffentlichung von Daten. Ich glaube, wir verstehen, was Sie meinen. Ja. Ich bedanke mich jetzt einmal bei Ihnen. Ja, ich bitte Sie, dass Sie genau das Screensharing beenden. Und ich möchte jetzt überleiten zu unserer nächsten Vortragenden, Frau Brigitte Lutz. Und wir schauen da jetzt ein bisschen näher auf die Daten der Stadt Wien. Und die Vorrednerin hat bereits ein wichtiges Thema angesprochen, Grundsätze für die Datenaufbereitung. Und ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, da sind Sie mittlerweile eine Expertin geworden. Bitte. Ja, danke. Ich bin Data Governance Koordinatorin der Stadt Wien seit einigen Jahren und ich denke doch, dass ich da, so wie Sie sagen, einiges an Erfahrung gesammelt habe und wir betreiben ja auch Open Data schon seit einigen Jahren. Vielleicht vorausschickend, die Stadt Wien ist ja sozusagen ein Dreigestirn Stadt, Land und Gemeinde aufgrund der organisatorischen Rahmenbedingungen eben und wir haben circa 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn man den Wiener Gesundheitsverbund dazu zählt. Wenn man die Stadtwerke als Unternehmung dazu zählen würde, wären es noch viel mehr. Ich bin aber für den Magistrat zuständig. Das heißt, alle Magistratsabteilungen, die Sie so kennen, von der MA1 bis MA70 und die Unternehmungen, da gehört der Wiener Gesundheitsverbund zum Beispiel dazu. Nachdem gewünscht war, so den Rahmen auch anzugeben, wo wir uns mit Rechtsgrundlagen in dem Bereich Open Government Data und Documents befinden, habe ich auch aus Sicht der Stadt Wien da eine Auflistung gemacht. Eh vieles natürlich dabei, was von der EU auch über nationales Recht dann in regionales Recht so quasi umgesetzt worden ist, was die Frau Barodani schon erzählt hat. Also die Open Data und PSI-Richtlinie, die in Wien durchs Wiener Informationsweiterverwendungsgesetz umgesetzt worden ist. Auch das Bundesvergabegesetz gilt für uns. Bundesverfassungsgesetz Artikel 20, diese Veröffentlichungspflicht von Gutachten, Studien und Umfragen, haben wir mittels eines internen Erlasses so umgesetzt, dass wir die sehr wohl auf data.gv.at publizieren. Das Umweltinformationsgesetz interpretieren wir auch so, dass wir auch die Umweltinformationsdaten im Open Data Katalog Österreich in unserem Datenauftritt publizieren. Natürlich gilt auch die Inspire-Richtlinie, da ist ja Inspire GVAT vorgeschrieben als nationales Portal. Wir haben aber auch weitere Gesetze, wie zum Beispiel das Wiener Fördertransparenzgesetz, wo auch Open Data vorkommt. Wir leben das Thema Open Data schon sehr lange. 2011 waren wir die Ersten in Österreich und auch Pionierinnen im deutschsprachigen Raum, die Open Data publiziert haben. Damals noch ohne Datenportal. Das war eine Fake-Metadaten-Webseite, die wir damals hatten, weil erst 2012 dann data.gv.at entstanden ist, wo wir uns dieser nationalen Kooperation auch angeschlossen haben und auch dieses Metadatenportal der Stadt Wien nutzen. Seit Mai 2011 arbeiten wir mit quartalsweisen Datenveröffentlichungen, das heißt neue Open Data werden quartalsweise veröffentlicht und wir sind jetzt schon über Phase 50 mit diesen Publikationen. Wir haben dann eine Reihe von strategischen Rahmenwerken geschaffen, die digitale Agenda zum Beispiel. Und 2017 haben wir dann auch ein Programm aufgesetzt zur Etablierung von Data-Exzellenz in der Stadt Wien. Das hat PEDES geheißen. Und in dem Zuge ist dann auch top-down erarbeitet worden, eine Data-Exzellenz-Strategie. Damals mit dem Leitprinzip, was offene Daten betrifft, Open by Default. Wir haben die Data-Exzellenz-Strategie heuer überarbeitet und sind jetzt auch auf das Leitprinzip Open by Design, haben wir da beinhaltet. Und so die Zukunftsthemen, was Daten betreffen, sind der urbane Datenraum Smart City Wien eben unter den Gaia-X-Prämissen
sowohl technisch als auch rechtlich als auch organisatorisch, dann diese Datensouveränitätsprinzipien zum gemeinsamen Nutzen von Daten eben umzusetzen und das, sagen wir, die höchste Schule der Data Governance oder Data Exzellenz ist der digitale Zwilling der Stadt Wien, wo es um die Verknüpfung aller dieser exzellenten Daten geht. Die Data Exzellenz Strategie ist veröffentlicht. Hier sehen Sie auch den Link, können Sie dann auch gerne nachlesen. Wir haben sehr früh eben als ersten Schritt eine Data Exzellenz Vision erarbeitet, wo wir sagen, verlässliche Informationen und Daten sind ein zentraler Wert der Stadt Wien. Wir machen Daten so offen wie möglich und so geschützt wie möglich. Also wir haben das absichtlich auch gleichgestellt, dieses Thema qualitätsvoll und einfach zugänglich und wollen durch unsere Aktivitäten natürlich einen hohen Nutzen schaffen für die Datenkonsumentinnen aus Bevölkerung, Wirtschaft und Wissenschaft und natürlich auch intern einen Beitrag zu einer effizienten Aufgabenerledigung leisten. Was ist überhaupt Data-Exzellenz? Dieser Überbegriff oder Schirm, einfach alles im Datenmanagement, die Summe aller Maßnahmen, um den Wert von Daten nachhaltig zu maximieren. Und da fällt eben alles darunter, was zu einer datengetriebenen, ich mag weniger dieses Wort datengetrieben, lass mich nicht gerne treiben, eher datenzentrierten Unternehmenssteuerung. Das kann nur funktionieren, wenn man einen sauberen, eindeutig definierten Datenhaushalt hat, eben auf der Ebene von Grunddaten, sind Stammtransaktionsdaten, Referenzdaten, die wir bei uns in unseren Quellsystemen, den sogenannten Fachinformationssystemen haben, wo man dann mit Hilfe von fachlichen Definitionen auch Kennzahlen, Dimensionen ableiten kann und letztlich Datennutzungen. Datennutzungen sind im Data Exzellenz Sprech Reports, Dashboards, aber natürlich auch Schnittstellen, Open Data in maschinenlesbarer Form, die wir alle möglichst automatisiert auch zur Verfügung stellen wollen. Die Elemente der Data Exzellenz Strategie 2.0 sind eben Datennutzungen, weil es uns sehr wichtig ist, nur Daten, die genutzt werden, sind wertvolle Daten, das hervorzustreichen und alle Aktivitäten in die Richtung zu setzen. Und Kennzahlen sind sehr wichtig geworden. Unser aktueller Magistratsdirektor war Finanzdirektor und hat an unserer Data-Exzellenz-Initiative sehr aktiv auch mitgearbeitet. Und quasi eine seiner ersten Amtshandlungen war, die bisherigen BOSA-Berichte, die er von den Fachabteilungen bekommen hat, abzuschaffen und gesagt hat, er möchte von den Abteilungsleiterinnen in Kennzahlen berichtet haben. Ist natürlich eine große Herausforderung, mal zu schauen, welche steuerungsrelevanten Kennzahlen gibt es überhaupt und gibt es überhaupt Daten, auf Basis von denen man die eben erzeugen kann und auch berichten kann. Und die Säulen, die uns in Richtung Data Exzellenz tragen, sind eben einerseits die Data Governance, das heißt, alle organisatorischen Rahmenbedingungen zu schaffen, dass wir so aufgestellt sind, wie wir aufgestellt sind, und auch die Menschen einzubeziehen in das Thema der Daten. Das Enterprise Data Management, dahinter verbirgt sich alles Technische, was unsere IT-Abteilung dazu beiträgt. Und Datenqualitätsmanagement ist natürlich ein wichtiges Thema, weil wir daran arbeiten wollen, möglichst verlässliche Daten auch zur Verfügung zu stellen. Was sind die Leitprinzipien unserer Data-Exzellenz-Strategie? Fair Data ist aus dem Forschungsbereich wahrscheinlich bekannt. Datenschutz steht natürlich gerade für eine öffentliche Verwaltung ziemlich weit oben. Auch das Thema der Datensouveränität, Datennutzungen sichtbar machen und Open by Design für den Zugang zu öffentlichen Daten. Damit meinen wir, dass wenn ein Produkt oder ein Projekt neu entwickelt wird, dass da das Thema Open Data, sofern es um öffentliche Daten geht, gleich berücksichtigt wird, damit man eine möglichst automatisierte Publikation eben mitmachen kann, um dieses Argument, ja, das ist alles so aufwendig, diese Daten zu publizieren, ja, es ist aufwendig, wenn man es manuell machen muss, eben auch wegzubekommen. Und Automatisierung ist sowieso ein Thema der Zukunft, das man da berücksichtigen muss. Dieses Bild, das die Frau Barodani gehabt hat, habe ich auch im Original in Deutsch. Also wer braucht überhaupt offene Daten und Dokumente? Eigentlich alle.
bessere Services für die Gesellschaft, also Apps, die entstehen, sind da Beispiele, aber auch die Datenjournalistinnen, die Wissenschaft natürlich als Datenbasis für Forschungsvorhaben. Wir haben total gutes Feedback auch aus der Lehre. Das heißt, dass es natürlich spannender ist, mit echten Daten zu arbeiten, als mit irgendwelchen Spiel- oder Fake-Daten. Die Wirtschaft, wir kennen einige Beispiele, die auf Basis von offenen Daten auch neue Geschäftsfelder entwickelt haben und auch da gute Lösungen auf den Markt gebracht haben. Und natürlich wir als Verwaltung selber, weil wir, es ist ja nicht verboten, auch die Nutzung von Daten anderer Stellen über Open Data zu machen. Und wir verwenden Open Data auch manchmal als Spielwiese. Zum Beispiel hatten wir unseren ersten Blockchain-Piloten 2007 mit der Notarisierung der eigenen Open Data gemacht. Wie sind wir aufgestellt in unserer virtuellen Data-Exzellenz-Organisation der Stadt Wien? Dieses Bild wäre so von oben nach unten zu lesen. Als Auftraggeber der Data-Exzellenz ist der CIO. Wir haben einen Steuerungskreis Data-Exzellenz, der sich zum Beispiel eben aus Finanzdirektion, Personaldirektion, also aus dem ein wirkliches Managementgremium, das die Data-Exzellenz-Initiative steuert. Ich berichte als Data-Governance-Koordinatorin diesem Steuerungskreis, leite gleichzeitig am Fachbereich Data-Governance, der sich zusammensetzt aus Data Stewards. Das sind solche, die für Datendomänen verantwortlich sind. Und wo auch der Chief Open Data Officer und der Vienna GIS-Koordinator Mitglieder sind. Data Experts haben wir mittlerweile in allen Abteilungen. Das sind diejenigen, die die Ansprechpersonen für die Daten von Fachabteilungen sind. Und die coachen auch wieder die Data Userinnen und arbeiten eng mit den Data Stewards zusammen. Rechts haben wir die Datenkonsumentinnen sind solche im Bewirtschaftung, Wirtschaft, Wissenschaft, die unsere Open Data konsumieren, aber auch zum Beispiel das Management, das eben über Management-Dashboards oder Reports die Daten konsumiert. Im linken Bereich haben wir unsere Stellen, die unterstützen, also Koordinationsstelle, dann auch die MA01, Wien Digital mit einer Gruppe Daten und Analytics und MA23 Wirtschaft, Arbeit und Statistik auch mit einer Stelle für Data Analytics. Und damals war das Bild zu Ende und in der Zwischenzeit, also über die Jahre, arbeiten wir auch sehr eng mit den Wiener Stadtwerken zusammen, weil wir ja alle die gleichen Bürgerinnen und Bürger haben, gleichen Kundinnen und Kunden. Und ich habe Pendants, die auch sowas wie Data Governance Koordinatoren sind bei den Wiener Linien und Wiener Netzen und die sind mittlerweile auch Mitglied in unserem Fachbereich Data Governance. Wir haben ein intensives Schulungsprogramm auch aufgesetzt, was das Thema Daten betrifft. Das ist von unten nach oben zu lesen, also sogenannte DX Basic Trainings für alle. Das sind E-Learning-Module in der virtuellen Wien Akademie. Dann gibt es für die nominierten Data Experts und Data Stewards ein verpflichtendes Seminarprogramm, die sogenannten DX Advanced Trainings. Sie sehen, sowohl bei den Basic Trainings als auch bei den Advanced Trainings kommt das Thema Open Government Data auch als Modul vor. Und dann gibt es Hands-on-Trainings eben für Spezialthemen, Datenanalysen, Fachdatenmodellierung, Datenvisualisierung und wir haben Communities zu speziellen Datendisziplinen eben auch ins Leben gerufen, die regelmäßige Meetups, meistens in virtueller Form, eine Stunde im Monat veranstalten. Wir haben die Drehbücher zu den DX Basic Trainings als Open Documents publiziert. Das heißt, wenn Sie es interessiert, wie wir die Drehbücher, die der Fachberat geschrieben hat, aufgebaut haben, dann sind die offen. Und es gibt mittlerweile, da in der Mitte steht es, auch eine Certified Data Excellence Professional Personenzertifizierung. Wenn sich jemand von Ihnen interessiert, dann bitte gerne auch erkundigen. Ich habe da den Link dabei. Ist eine Personenzertifizierung, die wir auch unseren Data Expert und Stewards empfehlen und die schon einige abgelegt haben. Vielleicht zur Erklärung, das, was als Datensilos genannt worden ist. Also wir wollten absichtlich in unserer DX-Organisation weg davon und denken eben nicht in Abteilungssilos von Daten, sondern in Datendomänen. Also da haben wir internationale Vokabulare auch benutzt und haben versucht, unsere Datenlandschaft in sogenannte Domänen zu schneiden und für diese
Domänen sind Data Stewards durchaus abteilungsübergreifend zuständig. Die Data Experts, die haben wir laut Organigramm der Stadt Wien dann auf jeder, auf Dienststellenebene. Und diese beiden Rollen arbeiten eng miteinander zusammen. Gibt es noch ein Bild der Datendomänen? Es gibt natürlich zu jeder Domäne auch Subdomänen, wo es bei Bedarf auch dann Verantwortliche für Datensubdomäne gibt. Und wir haben auch sogenannte Kerndomänen definiert. Hängt ein bisschen auch damit zusammen mit eben High-Value-Datasets zum Beispiel oder Datendomänen, die aus unserer strategischen Sicht wichtig sind. Also natürlich jetzt das Thema Energie, Umwelt und Klima zum Beispiel in der Stadt. Wir haben auch einen Datenkatalog seit einigen Jahren im Intranet, der unterstützt die Data Governance, eben mit Sichtbarmachen der Verantwortlichkeiten, mit Datenbeschreibungen. Es gibt auch Datenqualitätsregeln, die dort hinterlegt sind und es hilft auch bei der Erfüllung unserer gesetzlichen Anforderungen und bei der Datenveröffentlichung, weil wir eine direkte Schnittstelle auch vom OGD-Katalog zum nationalen Metadatenportal DataGVAT haben. Das haben wir derzeit alles in unserem Datenkatalog drinnen, arbeiten gerade an der Aufnahme unseres Geodatenkatalogs. Da hatten wir ein altes Produkt, das wir jetzt durch das jetzige ablösen. Das ist ein Beispiel, eben der OGD-Katalog. Da haben wir als Beispiel die Wahllokale genommen. Sind genau die gleichen Informationen, die lokal eben gepflegt werden von den datenverantwortlichen Stellen und dann automatisiert auf DataWien.gv.at, das die Wien-Sicht im nationalen Datenportal ist. Was für uns wichtig ist und ich glaube auch wichtig ist für die Denke, dass man Datenklassifizierungen nämlich machen muss, da gefällt mir dieses Bild des Open Data Institutes ganz gut, wo eben das gesamte Datenspektrum gezeigt wird, was sich bei uns durch die festgelegten Sicherheitsklassen eigentlich ganz gut trifft. Also dort, wo es um streng geheime Daten geht, geht es natürlich um Zugriffe, interne Zugriffe nur. Dort, wo es um eingeschränkt verfügbare Daten geht, so in der Datenraum- oder Dataspace-Denke, da ist es wichtig, eben die Datenzugriffe sauber zu definieren. Und dort, wo es um frei verfügbare Daten geht, geht es um Open Data. Da publizieren wir die Daten ganz einfach mit einer CC BY-Lizenz, auf die wir uns in Österreich geeinigt haben. Und all das ist einem Datenkatalog ganz einfach zu entnehmen. Open Data ist aus unserer Erfahrung ein Kulturwandel. Die Argumente, mit denen man überall, Frau Barodani hat sie auch schon gesagt, unweigerlich konfrontiert wird, wenn man das erste Mal über Open Data spricht, sind von angefangen, wir haben keine Daten, was wir dann recht witzig finden. Also wo gibt es was Digitales ohne Daten? Und meistens kann man dieses Argument recht schnell aus dem Raum schaffen. Aber umgekehrt auch oft die Argumente, unsere Daten braucht niemand. Dann das Killer-Argument Datenschutz, auch wenn es nicht um personenbezogene Daten geht. Immer dieser Zweifel, reicht die Datenqualität aus? Eben dieser Aufwand, welche Ressourcen braucht man dafür? Und eben dieses Ungewisse, gerade bei Open Data, was passiert mit unseren Daten? Müssen wir oft beruhigen, man weiß es nicht. Ja, bitte. Kurzer Einwand, leider auch bei Ihnen. Ja. Bin gleich fertig. In 5 Minuten vielleicht Ihre Folien zu beenden. Ja. Danke. Ich glaube, ich bin gleich fertig. Wir haben zwei Beispiele, wo offene Daten auch die Datenqualität verbessern kann. Das war ein Riesenbaum in Wien, eigentlich ein Kommafehler, ein Verrutschter. Das heißt, da hat uns die Community geholfen, den zu finden und auch die Höhenmeter, die fälschlicherweise eingegeben waren, hat man bei einer Datenvisualisierung gesehen. Ja, wohin wollen wir jetzt uns im nächsten Schritt bewegen? VienaVis ist ein Visualisierungstool, das wir gern für Open Data, auch Open Data Visualisierungen auf DataGVAT verwenden möchten. Wir beschäftigen uns mit Datensynthetisierung. Gibt es auch schon einen Versuch mit dem Bevölkerungsregister, das heißt aus personenbezogenen Daten Open Data zu machen. Und wie gesagt, ein großes Thema ist dieser urbane Datenraum Smart City Wien, wo wir nach den Grundlagen für Datenräume nach Gaia-X und Fair-Data-Prinzipien arbeiten wollen.
Ja, und viele, viele Kooperationen, 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 national sowie international, wo wir sehen, dass eigentlich alle an diesen Themen arbeiten, sei es durch die rechtlichen Rahmenbedingungen, aber auch für technische Umsetzungen, die uns dann natürlich helfen. Möchte auch einladen, dass Sie alle den Digitales Wien Newsletter abonnieren. Wir haben regelmäßige Meetups, das nächste Ende September, wo ich auch ganz herzlich einlade, Open Data Meetup Wien und Wein in der Nähe des Rathauses. Ja, und wenn es Fragen gibt, stehe ich natürlich gerne zur Verfügung und ich stelle auch im Anschluss gerne diese Unterlagen zur Verfügung. Herzlichen Dank für diese Fülle an Informationen. Auf eine größere Q&A-Diskussion muss ich auch auf Ende verweisen. Ich möchte aber auf eine Frage hinweisen, die im Chat gekommen ist von Matthias Lochmann. Ich lese sie vor. Haben Sie Erfahrungen mit Ämtern gemacht, die selber gemerkt haben, dass die Bereitstellung offener Daten im Endeffekt die Arbeit des eigenen Amtes einfacher oder besser gemacht hat? Ja, also gerade die Pioniere bei uns, die schon lange mit Datenveröffentlichungen beschäftigt waren oder Datenweitergaben, hat man ja gesagt. Ich mag das Wort Datenaustausch nicht, weil wir ja nichts tauschen. Statistikabteilung, die Stadtvermessung, die wurden sehr oft angefragt und die können jetzt sehr rasch und freundlich auf Open Data verweisen und eben sagen, ihr findet genau diese Daten dort und man braucht nicht mehr irgendwann Datenverkauf machen, man braucht nicht mehr die Daten extra zusammenpacken und da ist sehr viel an Aufwand natürlich, diese Anfragen zu beantworten, zurückgegangen. Vielen Also Dank. hat es auf jeden Fall einfacher gemacht und das sind halt auch die Daten, die am meisten genommen werden, also Statistikdaten, Geodaten, die werden sehr oft von der Forschung, von der Wirtschaft, von der Wissenschaft auch gebraucht. Was dazugekommen ist, aber das ist das Gegenteil, dass die Rückfragen natürlich qualifizierter geworden sind. Also wie geht man jetzt zum Beispiel mit Geodaten um? Da könnte man manchmal Schulungen machen, das für die Kolleginnen oft nicht einfach, sich abzugrenzen, weil die sagen, ja, da müssen sie sich aber schon an Fachleute wenden, die zum Beispiel wissen, wie geht man denn jetzt wirklich mit Geodaten um? Das kann, also diese Schulungen oder wie geht man jetzt um mit diesen Daten, das können wir natürlich aus der Verwaltung nicht leisten. Aber der Veröffentlichungsprozess, der ist natürlich viel einfacher geworden. Herzlichen Dank. Ich frage noch einmal in die Runde, ob jemand jetzt direkt noch eine Frage an uns stellen möchte. Es ist ja auch noch weiterhin per Chat möglich und Frau Lutz kann sie dann auch im Chat beantworten, bitte. Falls nicht, würde ich jetzt an den dritten Redner weitergeben. Es ist nämlich zweimal die Folie gekommen von den Vorrednerinnen. Wer braucht offene Daten? Und da wurde auch die Wissenschaft genannt. Und wenn ich an das heutige Publikum denke, sollten wir diesen Bereich, glaube ich, noch einmal besonders beleuchten. Insofern bitte einen Blick auf die Registerforschung in Österreich. Bitte, Herr Strassmann. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, man kann mich hören und meine Folien sehen. Schönen Vormittag von meiner Seite. Ich möchte jetzt ganz kurz, das ganz schnell machen, Tour de Force durch die Registerforschung, insbesondere in Österreich. Moment, das lässt sich nicht weiterschalten gehen. Was ist Registerforschung eigentlich? Registerforschung ist zu verstehen als die wissenschaftliche Nutzung, als Zweitverwertung, als Secondary Use von Daten, die der Staat und staatliche Institutionen durch Verwaltungshandeln produzieren bzw. operativ benötigt. Und da gibt es natürlich viele Überschneidungen zu den Dingen, die meine beiden Vorrednerinnen angesprochen haben, auf die ich jetzt nicht eingehen werde. Die Daten, die der Staat braucht, um zu funktionieren, sind zum Beispiel Steuerdaten, Meldedaten, Sozialversicherungsdaten, Wählerevidenz und vieles, vieles mehr. Und dazu gehören auch insbesondere dann bundesgesetzlich vorgesehene Register, und auch Administrativdaten, wie die Arbeitsmarktservice-Daten zum Beispiel. Die Dateneinheiten, um die es dann geht und die dann besonders interessant sind, insbesondere für die sozialwissenschaftliche, wirtschaftswissenschaftliche Forschung, sind natürliche Personen, juristische Personen, aber es gibt natürlich auch eine Vielfalt von anderen Dateneinheiten in diesen Datensätzen, Arzneimittel zum Beispiel, Rinder in Agrikulturdatenbanken und so weiter. Das heißt, Register verfolgen zunächst einmal primär keine wissenschaftlichen Zwecke.
Dazu kommen dann auch noch Daten, die von der amtlichen Statistik erhoben werden. In Österreich ist es die Statistik Austria insbesondere. Die gehören im weitesten Sinne auch dazu, aber das sind natürlich Daten, die jetzt für unmittelbares operatives Handeln nicht notwendig sind. Da geht es eher um strategische Sachen, Gesamtsteuerung des Staates, Grundlage für Politikmaßnahmen, aber jetzt nicht operatives Verwaltungshandeln. Man wird vielleicht denken, Registerforschung ist etwas, was jetzt in den letzten Jahren irgendwo entstanden ist. Aber wenn man sich das genauer anschaut, reichen die Ursprünge beinahe zurück an die Entstehungsjahre der neuzeitlichen experimentell orientierten Naturwissenschaften, die man sozusagen in England um 1660 bei der Gründung der Royal Society ansiedelt. Und zur selben Zeit hat ein Laie, ein Londoner Kurzwarenhändler namens John Ground, damit begonnen, die wöchentlich veröffentlichten Sterbeverzeichnisse, das waren einfach Listen, wer gestorben ist, umfassend von ihm neu entwickelten Methoden zu analysieren. Und sogenannten Bills of Mortality, die wurden eigentlich kaum genutzt, außer sozusagen Stratsch und Klatsch bei Begräbnissen, wie viele wieder gestorben sind. Und er war einer der Ersten, der eben sogenannte Sterbetafeln produzierte und harte Evidenz für die Häufigkeit von Todesursachen lieferte, entwickelte deskriptive statistische Methoden, um quasi jährliche, saisonale oder regionale Statistiken zu erstellen. Er hat auch epidemiologische Trends bei Krankheiten festgestellt. Er war auch einer der Ersten, der die Bevölkerung von London halbwegs vernünftig abschätzen konnte und eben Wachstumsentwicklungen aufzeigen konnte. Und er war auch einer der Ersten, der auch Datenkritik betrieb, indem er sozusagen hinterfragte, wie die Art und Weise der sogenannten Searchers, wie da die Todesursachen erhoben und zustande gekommen sind. Und man kann ihn durchaus als Begründer der Demografie sehen, auch als Begründer der Epidemiologie sehen. Und wenn man so will, kann man ihn auch als Begründer der Registerforschung ansehen. Also zeigt, das ist schon etwas, was es eigentlich sehr, sehr lange gibt, die Auseinandersetzung mit öffentlichen Daten in Form von Registerforschung. Wozu braucht man das eigentlich? Es gibt einen engen Bezug der Daten zum Verwaltungshandel und natürlich zur Politik. Und in diesem Sinne sind sie auch Registerdaten als Real-World-Data zu verstehen. Und mit diesen Daten kann natürlich unmittelbar insbesondere staatliches Handeln besser erforscht werden. Also Politik setzt eine Maßnahme mit den Daten und der wissenschaftlichen Auswertung der Daten kann man dann auf die Wirkungen dieser Maßnahmen schließen. Und das hat natürlich sowohl für die Grundlagenforschung, dass man Erkenntnisse über grundsätzliche Mechanismen in der Sozialpolitik, in der Wirtschaftspolitik und so weiter gewinnt, als natürlich auch in der angewandten Forschung und auch bei Evaluierungen von Politikmaßnahmen. Zum Beispiel Auftraggeber will wissen, ob und wie eine bestimmte Maßnahme wirkt. Ist es besonders relevant und leistet dadurch einen möglichen Beitrag zu Evidence-Based Policy-Making vor, während und nach einer Maßnahmendurchführung. Die Relevanz der Registerforschung ist auch innerhalb der Wissenschaft enorm gestiegen, hat zunehmende Bedeutung in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Ökonomie, Demografie, Epidemiologie und Public Health sind nur einige der wichtigsten Beispiele, wo das eine besondere Bedeutung hat. Und hier in der Grafik auf der rechten Seite sieht man, wie in einem ökonomischen Zeitschriften, allgemeine ökonomischen Zeitschriften, die Nutzung von Administrativdaten über die Jahre angestiegen ist und mittlerweile quasi ein Viertel der Publikationen auf Basis von Administrativdaten basiert. Was sind die Vorteile der Arbeit, der Forschung mit Registern? Der wichtigste Vorteil ist, es gibt sie schon. Das heißt, man hat wenig zusätzliche Kosten in der Erhebung im Vergleich etwa zu eigenen Erhebungen, eigenen Umfragen, die sehr teuer sein können und sehr teuer sind. Die Größe ist natürlich ein Vorteil. Die Daten umfassen oft gesamte Populationen und nicht ein Sample. Das heißt, man hat auch die Möglichkeit, sehr seltene Ereignisse beobachten zu können. Natürlich, Daten in manchen Registern sind anderweitig unmöglich oder nur mit quasi unendlichen Kosten zu erheben, zum Beispiel wenn es um weit zurückliegende Sachverhalte gibt, Historieforschung mit Matricula zum Beispiel, kann heute nicht mehr erhoben werden, wenn sie nicht da wären. In der Regel hat das auch eine höhere Datenqualität, wenn natürlich die Daten für Verwaltungszwecke erhoben werden und natürlich operativ auch funktionieren müssen. Das heißt, man hat eventuell eine bessere Qualitätssicherung across the board für diese Daten.
Man kann sie auch datenschutzkonform verknüpfen mit anderen Datenbeständen. Da hat Österreich besondere Einrichtungen, die das schon schaffen mit den bereichsspezifischen Personenkennzeichen, die eine datenschutzkonforme Verknüpfung von Datensätzen über Bereiche hin erlaubt. Und insbesondere kann man mit Registerdaten auch viele Verzerrungen, die ansonsten schlagend werden, oder zum Beispiel insbesondere bei Befragungen vermeiden, wie Non-Response Bias, Self-Selection Bias, Dropout-Belection-Studien, Social Desirability Bias, Question and Order Bias und so weiter und so fort. Da gibt es eine ganze Reihe von Biasen, die man damit vermeiden kann. Natürlich hat das auch Nachteile. Es ist unklar, wie oft manchmal oder oft unklar, wie Daten generiert werden und beziehungsweise was die Datenqualität ist. Also im Vergleich zur eigenen Erhebung, wo man in der Regel sehr gut weiß, was die Caveats von dieser Daten sind. Es braucht natürlich sehr rechtliche Rahmenbedingungen dafür und es braucht unbedingt eine Infrastruktur dafür, um diese Daten zur Verfügung zu stehen. Natürlich schafft man dann mit den Datenzugängen dann auch wieder Monopole bei den Datenzugängen, die dann bei sehr wenigen Institutionen liegen. Und es sind natürlich sehr oft bürokratische Hürden damit verbunden. Meine beiden Kolleginnen, Vorrednerinnen arbeiten Gott sei Dank und dankenswerterweise an der Reduktion dieser bürokratischen Hürden. Mögliche Konflikte mit Datenschutz darf natürlich nicht ausgeklammert werden. Mit einer entsprechenden Anzahl von Merkmalen ist natürlich eine Reidentifikation von pseudonymisierten Daten durchaus möglich. Bei Registern liegt auch keine explizite Einverständniserklärung vor, dass sozusagen das Individuum zugestimmt hat, dass diese Daten für Zweck XY in der Forschung genutzt werden können. Es gibt, wenn man bestimmte Ansätze wie Remote und virtuelle Desktop-Rechnen nimmt, bei Remote Access dann auch sehr oft ein eingeschränktes Möglichkeiten, mit bestimmter Software zu rechnen, insbesondere wenn sie nicht Standard ist und insbesondere wenn man zum Beispiel auf neuere Methoden, AI-Programme zu sprechen kommt. Und natürlich, es gibt eine Einschränkungen auf Variablen, die für die Verwaltung relevant sind, non a net. Der Erstverwendungszweck ist natürlich Verwaltungshandeln, aber möglicherweise sind da dann eben forschungsrelevante Variablen eben nicht beinhaltet. Kurz zur Registerlandschaft in Österreich. Da gibt es eine unglaubliche Vielfalt von Datensammlungen im öffentlichen Bereich. Die Frage ist halt, wie sinnvoll die für hochwertige Forschung genutzt werden können, weil man eben nicht weiß, welche Daten es überhaupt gibt. Das ist schon einmal eine der hauptsächlichen Hürden in dem Bereich. Die Anzahl der Merkmale vielleicht gering ist, Daten aus dem Open-Data-Bereich durch die Anonymisierungsverfahren nicht mehr verknüpfbar sind, Zeitreihen fehlen oder Daten veraltet sind, Daten aus rechtlichen oder anderen Gründen einfach der Forschung nicht zur Verfügung stehen. Was sehr oft passiert, dass Datenzugänge sehr individuell erarbeitet werden müssen anstelle eines Rechtsanspruches. Also zuerst heißt es, es geht nicht und dann gibt es durch lange Diskussionen, Verhandlungen und Wege hinten herum vielleicht dann doch die Möglichkeit, an diese Daten zu kommen. Und natürlich die Frage der Datenqualität, also gibt es entsprechende Metadatenbeschreibungen, sind die Daten fair, compliant und so weiter und so fort. Natürlich, es gibt auch in Österreich hat es einige relevante Schritte für die Forschung gegeben. Ich erwähne da kurz das Austrian Microdata Center, auf das ich noch zu sprechen komme, und das Forschungsorganisationsgesetz, das seit 2018 existiert, aber insbesondere die EU mit verschiedenen Direktivenakten ist da ein besonderer Treiber in Bezug auf Datenzugänge für die Forschung zu ermöglichen. Es ist aber noch ein sehr, sehr langer Weg, den wir zu gehen haben. Hier kurze Übersicht aus den einzelnen Bereichen, wo es Register- und Administrativdaten für die wissenschaftliche Forschung geben könnte. Und da sieht man sehr schön, dass der Bereich der Gesundheit derjenige ist, wo am meisten diese Daten vorhanden wären. Leider ist es auch der Bereich, wo man am wenigsten bereit ist, diese Daten zu teilen. Welche Möglichkeiten für Registerforschung gibt es eben in Österreich? Seit Mitte letzten Jahres wurde eben das Austrian Microdata Center angesiedelt bei der Statistik Austria eröffnet, das spezielle Zugänge für die Forschung eröffnet. Das heißt, damit haben Forscherinnen und Forscher erstmals Zugang zu den Mikrodaten, Betonung auf Mikrodaten. Andere Zugänge gab es natürlich vorher schon. Der Statistik Austria, vorher war das per Gesetz untersagt, dass diese Daten für die Forschung genutzt werden können. Aktuell, Stand gestern, sind 93 Datensätze zugänglich und es kommen dann auch immer wieder laufend neue Daten dazu.
Insbesondere besteht da auch die Möglichkeit, dass man Register, die über eine andere gesetzliche Grundlage, nämlich über das Forschungsorganisationsgesetz freigegeben werden, in das Austrian Data Center eingespielt werden und dort dann natürlich auch mit anderen Daten verknüpft und die Bestände genutzt werden können. Im Moment ist es aber so, dass nur das BMBWF seine Daten, und das betrifft alle Daten, alle bundesgesetzlichen Register, die das BMBF hat, für die Forschung freigegeben hat. Andere Ministerien, da gibt es sehr unterschiedliche Signale. Manche sind eher bereit und ein bisschen offener dafür. Andere gibt es ein grundsätzliches Nett und verweigern sich einem Datenzugang total und dabei wenig, weil der Bereich der Gesundheit so relevant ist, weil so viele Register dort sind, insbesondere das Gesundheitsministerium. Das ist ein Screenshot aus dem Austrian Microdata Center, das Bildungsstandregister, zum Beispiel, wie das dort beschrieben ist. Und dort sind natürlich auch unterschiedliche Metadaten dabei, damit man auch weiß, welche Daten drinnen sind und was man damit forschen kann. Es gibt ein Codebook und die Variablen sind dann auch beschrieben. Also ich lade jeden und jede ein, sich auf der Homepage der Bundesstatistik kundig zu machen, welche Daten gibt es und wie ist da die Metadatenbeschreibung und kann das genutzt werden für das Forschungsinteresse, das ich habe. Was sind die Voraussetzungen dafür, dass man Zugang bekommt? Einerseits muss die Institution akkreditiert sein. Es gibt im Gesetz stehende Institutionen, da gibt es einen erleichterten Zugang, insbesondere für Unis, aber auch andere. Aktuell sind 50 Institutionen akkreditiert, davon sind 12 Unis in Österreich akkreditiert. Und dort wird eigentlich nur geprüft, ob die technischen Voraussetzungen für den Datenschutz vorhanden sind. Und bei anderen Institutionen, die nicht im Gesetz stehen, da muss auch ein Nachweis erbracht werden, dass die Institution Forschung auf hohem Niveau betreibt. Zusätzlich zur institutionellen Akkreditierung muss natürlich auch jedes eigene Forschungsprojekt, jedes einzelne Forschungsprojekt einzeln beantragt werden. Das heißt, braucht es die gewünschten Daten für die Forschungsfrage, die man hat, können die auch anders erforscht werden, was in der Regel nicht der Fall ist. Also es ist meistens so, dass man sehr legitime Wünsche hat, Bundesstatistikdaten zu bekommen. Die Frage ist, gibt es die gewünschten Merkmale? Und dann gibt es einen formalen Prozess, wo das erledigt wird, aber es erfolgt keine inhaltliche Qualitätsprüfung. Also die Statistik Austria hat nicht das Recht zu prüfen, ist diese Frage überhaupt sinnvoll, ist diese Frage State of the Art, sondern es wird rein formal geprüft und man bekommt dann auch einen Kostenvoranschlag. Wobei man dazu sagen muss, dass im Falle Österreichs, es gibt andere Beispiele in anderen europäischen Ländern, aber im Falle Österreichs sind die Kosten doch nicht unerheblich. Also das kann mehrere 10.000 Euro für eine recht einfache Fragestellung, für einen recht einfachen Datensatz sein. Umgekehrt ist es dann auch eine Frage von Opportunitätskosten. Es ist trotzdem noch zumeist günstiger, als eine eigene Erhebung, eine eigene Umfrage durchzuführen, die sehr, sehr schnell ins Geld gehen kann. Ja. Und es gibt dann am Ende natürlich auch noch eine Output-Kontrolle, sodass sichergestellt wird, dass aus dem Output, das, was sozusagen das System ausspuckt an Ergebnissen, nicht auf Individuen geschlossen werden kann, und sowie noch weitere Datenschutzmaßnahmen, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen will. Was bekommt man? Also man bekommt die für die Forschungsfragen benötigten Daten werden extra zusammengestellt. Also man kann nicht einfach reinschauen mal und ein bisschen Discovery betreiben, was gibt es denn so, wie kann ich dann Auswertungen schon machen, sondern man bekommt genau das aus Datenschutzgründen, was man für die Forschungsfrage braucht. Die Daten werden nur pseudonymisiert zur Verfügung gestellt, das heißt, alle direkten Identifier werden entfernt. Es gibt Remote Access, das heißt, die Daten verbleiben zu jedem Zeitpunkt bei der Statistik Austria. Und die unterschiedlichen Daten können dann auch miteinander verknüpft werden. Es gibt auch die Möglichkeit, eigene Daten einzubringen. Die müssen aber allerdings mit BPK ausstattbar sein. In der Regel reicht dafür Sozialversicherungsnummer oder ein anderer direkter Identifier aus. Und eine weitere Einschränkung ist, dass man sozusagen nur mit gängigen Statistikprogrammen dort auswerten und arbeiten kann, also Starter, R und andere. Noch einmal eine kurze Übersichtsgrafik, wie sozusagen das institutionelle, das Ablaufarrangement beim Austrian Microdata Center ist. Auf das gehe ich jetzt nicht weiter ein.
Versuche jetzt ein bisschen das AMDC im Kontext einzuordnen. Das AMDC war schon ein bedeutender Schritt für die Forschung in Österreich, ein ziemlich radikaler Regime-Change von es gibt prinzipiell keine Daten für die Forschung hin zur Verpflichtung der Statistik Austria, alle ihre Daten der Forschung zur Verfügung zu stellen. Also wir sind quasi von Zero ins obere Feld in Europa vorgedrungen. Dänemark, Schweden, Finnland sind sicher weiter als Österreich, aber im Vergleich zu Deutschland sind wir weit voraus. Aber Caveat dabei, eine Vielzahl von relevanten Daten liegen eben nicht bei der Statistik Austria, sondern eben bei Registern in Ministerien. Und hier gibt es eben kaum noch Schritte, dass die weiter freigegeben werden. Bedingt dadurch, dass das relativ neu ist, gibt es auch eine notwendige Lernkurve auf allen Seiten, eben weitere Register aus den Ministerien ins AMDC zu bringen. Es muss eine operative Expertise auch bei der Statistik Austria aufgebaut werden. Umgekehrt, auf Seiten der Wissenschaft braucht es auch eine gewisse Form des Aufbaus der Expertise im Umgang mit AMDC-Datensätzen. Und natürlich die große Frage, wie geht die Politik mit den Ergebnissen um? Was bedeutet das für Evidence-Based Policy-Making, für die Schnittstelle Wissenschaft-Politik-Interface? Und da kann man ja auf Basis der vergangenen Jahre dann durchaus sagen, dass es da noch einiges, viel Luft nach oben gibt. Ein paar kurze Schlaglichter auf die europäische Ebene. Die wesentlichen Dynamiken für die Entwicklung der Daten, des Datenzugangs, der Datenwirtschaft in Österreich kommen eben von der europäischen Ebene. Und die werden in den nächsten Jahren auch natürlich für die Entwicklung in Österreich bestimmend sein. Einige Länder, die der Treiber sind, auch auf europäischer Ebene, sind schon sehr weit, Finnland, Skandinavien. Und die Politik, wie die beiden Vorrednerinnen auch eindrücklich gezeigt haben, reagiert sehr zögerlich. Kein Ministerium fühlt sich da wirklich zuständig, in Bezug auf Daten das Heft in die Hand zu nehmen und da Gesamtgovernance anzustreben. Natürlich heißt das auch dann, dass Transparenz und der Daten der Governance-Gesetze jetzt einfach nicht nur bedeuten, dass man Daten einfach freigibt, sondern da muss natürlich viel bei Verwaltungspraktiken prinzipiell neu gedacht werden. Und das heißt natürlich auch, dass viele Ressourcen dafür finanziell und personell erforderlich sind. Aber umgekehrt muss man natürlich auch sehen, dass die Nichtnutzung von Daten auch enorme Kosten beinhaltet. In Europa gibt es quasi die europäische Datenstrategie von 2020, die sich dann verschrieben hat mit der Einrichtung gemeinsamer europäischer Datenräume, um eben auch einen Single Market für Daten in Europa zu schaffen. Ziele waren natürlich vor allem wirtschaftliche Ziele, Innovation, Wachstum und Wettbewerb, aber sozusagen als Windfall Profit soll natürlich auch die Wissenschaft vom Datenzugang profitieren. Kurz zu den Data Spaces, European Data Spaces. Da gibt es einige davon im Manufacturing, in der Landwirtschaft, im Finanzbereich, bei Mobilität, im Umweltbereich, im Energiebereich, im öffentlichen Verwaltung und auch bei den Skills, also Education, Bildungsbereich, sollen Datenräume hergestellt werden. Der erste Datenraum, der angegangen worden ist, wahrscheinlich auch einer der schwierigsten, auf den komme ich gleich zu sprechen, zuerst noch eine Folie zum, gehen wir zuerst auf den ein, European Health Data Space. Das ist der erste, der angegangen wird. Da gibt es bereits einen Vorschlag, der aktuell bei den Mitgliedstaaten liegt. Ich kenne den aktuellen Stand nicht, habe seit einiger Zeit das nicht mehr weiterverfolgt. Ist aber stark nach dem finnischen Vorbild gemodelt, die mit FinData bereits eine super Möglichkeit haben, mit Gesundheitsdaten zu forschen. Aber einige Mitgliedstaaten sind da sehr, sehr skeptisch, was den European Health Data Space betrifft. Die Kernpunkte sind eben, Forschung ist da sozusagen only, das sozusagen der zweite Gedanke dazu. Der ersten Kernpunkt ist dazu, dass jeder von uns Kontrolle und Zugang über die eigenen elektronischen Gesundheitsdaten hat und die auch quasi über europäische Grenzen, über die Grenzen des Binnenmarktes dann, muss kurz mein Handy ausschalten, sorry, mitnehmen kann und eben für die Sekundärnutzung die Daten der Forschung zur Verfügung stehen. Ja, das wäre in Österreich gerade vor der Skepsis aus dem Gesundheitsbereich ein ziemlich radikaler Regime-Change in Bezug auf den Umgang mit diesen Daten und würde natürlich einen Meilenstein in die Gesundheit, bei der Gesundheitsforschung darstellen.
Aktuell eben in ein wenigen Tagen, 24. September, tritt eben der Data Governance Act in Kraft. Der soll eben Anreize für die Weiterverwendung von Daten von öffentlichen Stellen beinhalten. Und die EU will da vor allem wirtschaftliche Impulse in Bezug auch auf Artificial Intelligence setzen, aber auch insbesondere wissenschaftliche Forschung erreichen. Kernpunkt des Data Governance Act ist die Einrichtung einer sektorübergreifenden zentralen Informationsstelle, das quasi als One-Stop-Shop funktioniert und einen Überblick über die verfügbaren Datenstände der öffentlichen Hand liefert. Automatische Vermittlung von Anfragen für die Weiterverwendung von Daten durchführt, sich um die Standardisierung und die Harmonisierung von Daten und Metadaten kümmert und auch für die einzelnen Bereiche, für die einzelnen Sektoren zuständige Stellen benennt, die dort den Datenzugang regeln und quasi beratend und unterstützend bei der Technik fungieren. Der Data Governance Act beinhaltet aber keine Verpflichtung, dass das und welche Daten von öffentlichen Stellen zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, das bleibt weiterhin den Nationalstaaten überlassen, welche Daten sie zur Verfügung stellen wollen. Aktuell ist es so, dass die zentrale Informationsstelle noch nicht bekannt ist. Also in ein, zwei Wochen in Kraft treten. Aber wir wissen noch nicht, wer das machen wird. Die Gerüchte gehen wohl in Richtung Bundesrechenzentrum. Leider wurde da auch verabsäumt, die Forschung einzubeziehen. Also es ist niemand auf die Forschung zugegangen und hat dort die Bedürfnisse abgefragt, wie das so umgesetzt werden kann, dass da auch ein Nutzen für die Forschung drinnen ist. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht kommt dir das noch. Herr Strassnick, ich muss leider... Letzte Folie. Aber ich muss auch an ein Ende machen. Genau, letzte Folie. Ich möchte gerne das Zitat der Vorrednerin aufgreifen. Jeder Fortschritt ist es wert, dafür zu kämpfen. Und zweites Zitat vom Anton Pfeffer, österreichischer Fußballer dazu. Hoch gewinnen wir das nimmer. Danke. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Was wir jetzt alle mitnehmen können, glaube ich, von dieser Veranstaltung ist, dass das Thema Datenbereitstellung, ich sage jetzt bewusst nicht Datenaustausch bei uns, von vielen, vielen Seiten angegangen wird. Ja? Der Wille ist da, der Nutzen wird erkannt. Im Forschungsbereich gibt es ja auch noch die European Open Science Cloud, die EOS, die wurde heute gar nicht erwähnt. Was ich mir wünsche, ist, dass der Austausch innerhalb dieser Communities, heute waren ein paar Stakeholder da, aufrecht bleibt. Wir nehmen heute, glaube ich, alle ein paar wichtige Themen und Ansprechpersonen mit. Ja? Und ich glaube, ich darf sagen, dass man zu weiteren Fragen auch alle Vortragenden direkt anschreiben darf, um ins Detail zu gehen oder weiter in Dialog zu treten. Und vielleicht noch an Frau Barotani oder Frau Lutz die Aufforderung für ein letztes Statement. Ja, gerne. Ja, ich glaube halt auch, dass das Thema Daten, das, wie man so schön sagt, ist gekommen, um zu bleiben. Und wir sollten uns auch in der Verwaltung auch dieser Verantwortung bewusst sein, was das für einen Mehrwert hat und dass es uns in die Zukunft führt. Und das ist halt in vielen Bereichen leider noch ein Bohren von harten Brettern, das aber versuche zumindest in dem Bereich, wo ich es irgendwie beeinflussen kann, die Wertigkeit dessen hochzuhalten, um hier, wenn auch keine großen Fortschritte, doch permanent kleine Fortschritte zustande zu bringen. Das war es von meiner Seite, sonst vielen Dank für die Aufmerksamkeit und gerne bei Fragen jederzeit. Frau Lutz, möchten Sie noch etwas hinzufügen? Ja, meine Erfahrung ist, es muss die Menschen geben, die sich um das Thema Daten kümmern, die ihre Daten lieben und die sich auch um Datenpublikationen oder um das Datenteilen und die Datennutzungen kümmern. Es helfen uns vielleicht die Gesetze im Hintergrund, um eine rechtliche Grundlage zu haben, aber es ist Illusion, nur weil es die Gesetze auf EU- oder nationaler Ebene gibt, werden jetzt mehr Daten publiziert. Das ist aus meiner Erfahrung nicht so. Es ist wirklich ein Awareness-Thema. Ja, danke für die Organisation und gerne bitte auch
die Communities vernetzen, also ob im Beta-Meetup oder bei anderen Gelegenheiten jederzeit gerne. Und danke für die Organisation. Ich habe ja den Link auch noch hineingestellt und Michael Strassnick hat auch noch in den Chat hineingestellt, wie man am besten mit ihm oder der Plattform in Kontakt tritt. Es gab noch eine Wortmeldung, glaube ich, Maria K. Oder war das ein Versehen? Ansonsten würde ich mich jetzt pünktlich verabschieden. Ich weiß, dass unsere Kalender jetzt voll werden im Herbst. Ich bedanke mich sehr herzlich und wir schicken Ihnen die Folien zu und den Link zum YouTube-Kanal. Ich wünsche einen schönen Tag und verabschiede mich. Wiedersehen. Danke.